Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Berlin-Online-Interviews von den Abgeordnetenhauswahlen im September. Unser nächster Gast übernahm das Amt des Regierenden Bürgermeisters vor circa anderthalb Jahren von Klaus Wowereit. Während seine persönlichen Beliebtheitswerte noch weit vor denen seiner politischen Kontrahenten liegen, sanken die seiner Partei, der SPD, in den letzten Monaten beträchtlich. Im Wahlkampf setzen die Sozialdemokraten auf ihren eigentlichen Markenkern, soziale Gerechtigkeit, und erinnern an die Erfolge des Senats in der letzten Legislaturperiode. Wir sind heute auf dem Dach des Berliner Verlages am Alexanderplatz und begrüßen den regierenden Bürgermeister. Herzlich willkommen, Michael Müller. Schönen guten Tag, hallo. Herr Regierender Bürgermeister, ich erwarte von einem Politiker, dass man merkt, wofür er brennt. Ich weiß nicht, was Herr Henkel will. Ich weiß auch nicht, was die vier Spitzenkandidaten der Grünen wollen, wurden Sie Mitte Juli in der Welt zitiert. Im September treten Sie bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl zum ersten Mal Spitzenkandidat der SPD an. Wofür brennt Michael Müller? Für die ganzen Fragen und Themen der sozialen Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt für Berlin. Man kann dann wieder ganz viel durchdeklinieren bei der Wirtschaft, bei der Arbeit, bei der Bildungspolitik. Aber diese große Überschrift, gerade bei den ganzen Veränderungsprozessen der Stadt immer zu gucken, dass auch möglichst viele von guten Entwicklungen profitieren, dass wir einen sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit haben, Offenheit, Toleranz, unsere Stadt auch weiterhin ausmacht, das ist mir besonders wichtig. Die SPD ist zwar in den aktuellen Meinungsumfragen immer noch stärkste Kraft, aber es lässt sich, wenngleich die Werte teilweise stark variieren, ein deutlicher Abwärtstrend ihrer Partei erkennen. Und auch 34% sind mit der Arbeit des jetzigen Senats zufrieden. Woher kommt dieser Vertrauensverlust? Ich glaube, wir haben im Moment alle Probleme und auch bundesweit. Wir sehen das ja, große Ausschläge und Schwankungen von einer Wahl zur anderen, auch auf Bundesebene, wie die Situation der Parteien ist. Da macht natürlich auch etwas zu schaffen und auch einen Eindruck, dass es neue Parteien gibt, die antreten und die natürlich auch offensichtlicher, wie ich finde, leider auch Unterstützung bekommen. Es ist so, dass es Konflikte bei uns im Senat auch gab und gibt, und das wissen wir auch, dass die Wähler das in aller Regel nicht gut finden und honorieren. Ich sage aber immer, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, muss man sie auch mal austragen. Unterschiedliche Profile der Parteien muss man auch erkennen können. Und es ist natürlich auch so, dass in Berlin zu spüren ist, dass über viele Jahre es einen Investitionsstau gegeben hat, Geld nicht zur Verfügung stand für dringend benötigte Sachen, und dass es da auch viele gibt, die sagen, sie haben jetzt mal eine deutlich andere Erwartung. Alles so etwas spiegelt sich dann auch in Umfragen natürlich wieder. Experten und Medien überschlagen sich momentan mit möglichen Farbenspielen bzw. Koalitionsmöglichkeiten nach der Wahl. Viele betrachten Rot-Rot-Grün als einzige machbare Option in einem 5- bis 6-Parteien-Parlament. Welche Schnittmengen sehen Sie mit den Grünen oder den Linken? Also erstmal glaube ich nicht, dass es die einzige Option ist. Es ist sicherlich auch eine. Und das sage ich ja auch offen, dass ich glaube, dass es auch wichtig ist, auch solche Varianten auszuloten. Und wir haben mit den Grünen und mit den Linken, ich glaube, man kann das gemeinsam sagen, viele Schnittmengen, ganz besonders in der Bildungspolitik. Die gebührenfreie Bildung ist uns wichtig. Die SPD geht da noch etwas weiter als die Grünen. Wir haben sicherlich einen gemeinsamen Anspruch daran, dass es öffentliche Daseinsvorsorge geben muss, Gesundheitsversorgung, Mietwohnungsangebot über kommunale Wohnungsbaugesellschaften, BVG, BSR sind wichtige kommunale Unternehmen. Das sehen andere Parteien durchaus, FDP und CDU auch anders, und sagen, da können auch Private viel Aufgaben übernehmen. Also es gibt schon in diesen Kernthemen, die die Stadt auch ausmachen, große Schnittmengen zu Grünen und Linken. Linken Spitzenkandidat Klaus Lederer sagt, angesprochen auf eine Koalition mit ihm, dass die SPD deutlich machen müsse, dass man einen Neuanfang für Berlin möchte. Sind Sie für einen Neuanfang bereit? Ich glaube, man kann in vielen Themenfeldern und in vielen Dingen auf guter Arbeit auch aufbauen. Auch die es zum Beispiel gegeben hat in der Zeit Rot-Rot, in den 10 Jahren einer gemeinsamen Koalition, wenn man nur an die Finanzpolitik denkt. Wir haben gemeinsam die Finanzen konsolidiert, die rot-rote Regierung. Also da muss nicht alles neu erfunden werden. Aber wir kommen tatsächlich in eine neue Berliner Phase. Durch das Bevölkerungswachstum zum Beispiel, dass so viele Menschen kommen, verändert natürlich auch die politischen Herausforderungen, dass wir zum Beispiel mehr bauen müssen. In solchen Fragen ist dann sicherlich auch nochmal ein stärkerer Auftritt nötig. Oder Schulsanierungsprogramme. Vieles passiert, aber es muss stärker und schneller weitergehen. Ich finde nicht, man muss alles auf den Kopf stellen, aber manches muss man eben neu akzentuieren. Die Scheidung der jetzigen Regierung läuft gegen Ende der Legislaturperiode alles andere als harmonisch. Innensenator Frank Henkel sagte zu einer möglichen rot-grünen Koalition nach der Wahl Mitte August öffentlich, dass sie häufiger ihre Haltung wechseln als andere Leute ihre Unterwäsche. Ist das nur Wahlkampf oder sind die Gemeinsamkeiten mit der CDU mittlerweile aufgebraucht?
Na, einerseits ist ja ein Wahlkampf erstmal nichts Schlechtes. Und ich wundere mich auch immer darüber, dass Journalisten das kritisieren. Mein Gott, 6 Wochen vor der Wahl machen die Wahlkampf. Ja, wann denn sonst eigentlich? 6 Wochen vor der Wahl muss man Wahlkampf machen. Und die Wähler erwarten doch auch, dass sie erkennen, was es für unterschiedliche Konzepte gibt. Auf welcher Basis soll man sonst entscheiden? Und die wollen doch auch hören, die Leute, was haben Parteien für die nächsten 5 Jahre vor? Also erstmal ist es nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, wenn man auch mal Wahlkampf führt und wenn man mal deutlich seine Meinung sagt, die sich auch unterscheidet von den anderen Parteien. Zweitens ist es so, dass es tatsächlich mit der CDU zunehmend schwierig geworden ist, zusammenzuarbeiten. Über die 1,5 Jahre meiner Amtszeit habe ich das erlebt, bei Fragen der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, der Flüchtlingsaufnahme, jetzt bis hin zu der Diskussion doppelte Staatsbürgerschaft, Burka-Verbot. Die CDU vertritt eher die Position von gestern, wenn nicht von vorgestern. Und ich glaube, das wird Berlin nicht gerecht. Und das habe ich deutlich gemacht, dass natürlich man immer auch sehen muss, wie Wahlergebnisse sind. Das weiß keiner. Das ist eine Binsenweisheit. Alle Politiker sagen, na, man muss sich natürlich auch an Wahlergebnissen orientieren, weil es schlichtweg so ist. Aber man kann ja sagen, wo man mehr Schnittmengen sieht. Und da sehe ich im Moment mehr bei den Grünen oder auch bei den Linken. Nun zu den Inhalten. Die kürzlichen Gewalttaten von Würzburg, Reutlingen und Ansbach schüren auch in Berlin das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Was plant die SPD, um die Stadt besser abzusichern? Erstmal ist mir wichtig zu betonen, dass ich mich sehr darüber freue, mit welcher Haltung die Berlinerinnen und Berliner auch damit umgehen, weil die Sorgen und Ängste sind da und trotzdem lassen sich die Menschen in dieser Stadt ihr offenes und freies Leben nicht kaputt machen. Wir haben das erlebt, wenige Stunden nach den Anschlägen in Bayern, dass 600.000 Menschen den CSD gefeiert haben und auf der Straße waren. Und das ist ja auch ein Statement, nicht nur für den CSD, sondern auch ein Statement diesen Attentäten gegenüber. Wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen. Erstmal sehr gut. Zweiter Punkt, man muss natürlich Lager angepasst auch zum Beispiel polizeiliche Maßnahmen entsprechend organisieren. Auch mehr Polizeibeamte einstellen. Wir sind eine wachsende Stadt, dazu gehört eine wachsende Polizei. Maßnahmen, polizeiliche Maßnahmen zur Überwachung von öffentlichen Räumen müssen gegebenenfalls auch angepasst werden und ausgeweitet werden. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit der Bundes- und Landesbehörden. Auch so etwas kann und wird intensiviert bei konkreten Lageeinschätzungen und Bedrohungen. Zum Glück haben wir das im Moment nicht. Berlin ist natürlich auch potenziell mit bei als betroffene Stadt, so wie andere große europäische Nachbarstädte auch oder jetzt auch deutsche Städte. Aber es gibt kein konkretes Szenario, wo Berlin befürchten muss, demnächst Opfer eines Anschlages zu werden. Sie sprachen gerade schon Überwachung an. Nun gehört München ja zu den Städten, die im öffentlichen Raum stark kameraüberwacht werden. Trotzdem kam es nun zu einem Amoklauf. Halten Sie Kameraüberwachung wirklich für sicher? Es ist ein Baustein in einem ganz großen Instrumentenkasten. Es löst überhaupt nicht alles, jedes Problem. Das sehen wir ja nicht nur in München, sondern auch in London, wo es noch viel intensiver genutzt wird, so eine Technik. Aber eine Kamera verhindert ja erstmal nichts, sondern eine Kamera kann Ihnen die Aufklärungsarbeit erleichtern, kann Ihnen vielleicht auch eine Lageeinschätzung geben, aber sie verhindert ja nicht im konkreten Fall eine Straftat. Und insofern sage ich, wir müssen, wenn wir zum Beispiel besonders gefährliche Orte haben, müssen wir auch über bauliche Maßnahmen reden, wir müssen über Streetworker reden, wir müssen darüber reden, dass das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt wird, indem einfach es eine andere Beleuchtung gibt, keine dunklen Plätze. Und es kann auch Kameratechnik eingesetzt werden. Aber es ist nur ein Baustein von mehreren und kein Königsweg. Das ist meine Position und der Berliner SPD. Wir haben da keine Scheuklappen und wir haben keine Angst vor Videotechnik, aber man muss es einordnen. Burka-Verbot und die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Dies fordert unter anderem Innensenator Frank Henkel in der Berliner Erklärung. Jetzt leben in Berlin ca. 300.000 Muslime. Passen diese Vorschläge überhaupt in die Lebenswirklichkeit dieser Stadt? Und wie möchte die SPD vor islamistischem Terror schützen, ohne eine Religion unter Generalverdacht zu stellen? Man muss sich ja fragen, ob die Vorschläge von Herrn Henkel überhaupt noch zur CDU passen, denn er scheint ja mit seinen Positionen sehr isoliert zu sein. Selbst der Bundesinnenminister widerspricht ihm oder sogar schon einige Länderkollegen widersprechen ihm. Ich glaube eher, dass das eine Form von Aktionismus ist. Herr Henkel versucht hier offensichtlich Dinge zu regeln im Zusammenhang mit der Diskussion zur inneren Sicherheit, versucht er Dinge zu regeln, die er schon immer mal regeln wollte. Denn ein Burka-Verbot hat gar nichts zu tun mit innerer Sicherheit, verhindert nicht einen Anschlag, ist kein Bedrohungsszenario.
Insofern gibt es da auch eine klare Position von mir. Ich selbst finde Burkas problematisch, weil sie natürlich auch diskriminierend Frauen gegenüber sind, die ihre Persönlichkeit und ihre Individualität nicht leben können. Aber es hat mit den Diskussionen zur inneren Sicherheit nichts zu tun. Und da gibt es eine klare Absage an der Stelle, dass es zu Berlin nicht passt. Ich glaube, das erklärt sich von selbst und das ist eine Selbstverständlichkeit, das deutlich zu machen, dass das wirklich Vorschläge sind, die uns hier nicht weiterhelfen. Nun aber nochmals als Rückfrage zur inneren Sicherheit. Wie kann man vor islamistischem Terror schützen, ohne eine die Religion unter Generalverdacht zu stellen? Das ist schwer, weil natürlich es keine absolute Sicherheit geben kann, wenn sie nicht komplett öffentliches Leben in Frage stellen. So, wir wollen alle rausgehen, wir wollen zu Musikfestivals gehen, wir wollen mit der BVG durch die Stadt bewegen, wir wollen über Plätze flanieren und wir können nicht davor sicher sein, dass es Einzeltäter gibt, die einen Anschlag planen und dann auch umsetzen. Das sehen wir bei europäischen Nachbarn, wie gesagt, oder auch in Deutschland, dass es das nicht gibt. Ich wehre mich aber tatsächlich nach wie vor dagegen zu sagen, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen mit einer Religion, die ich verantwortlich mache als potenzielles Gefahrenpotenzial. Das ist so nicht richtig. Wir sehen das ja. Es sind teilweise Einzeltäter, die gar nichts zu tun haben, ohne religiösen Hintergrund da, ohne eine Gruppe, in der sie sich bewegen, dann zuschlagen. Und insofern sage ich ja, wir sind wachsam, wir wissen, es gibt auch religiöse Einflussnahmen, die problematisch sind und darauf haben wir auch ein Augenmerk, aber es gibt keinen Generalverdacht. Nun aber zum Thema Wirtschaft. In Berlin gibt es einen großen Investitionsbedarf. Marode Infrastruktur, Schulen und Förderung von Startups und neuen Unternehmen als Beispiele, nur um Beispiele zu nennen. Auf der anderen Seite ist Berlin mit knapp 60 Milliarden Euro Schulden das Bundesland mit dem zweithöchsten Schuldenberg. In der letzten Legislaturperiode haben Sie Schulden abgebaut. Hätte man dieses Geld nicht lieber wieder investieren sollen? Naja, Sie haben jetzt mehrere Sachen miteinander vermengt. Also einerseits gibt es eine ganz positive wirtschaftliche Entwicklung, auch durch die Start-ups. Und das ermöglicht uns tatsächlich in den letzten Jahren dieser Legislaturperiode Überschüsse zu erwirtschaften. Und diese Überschüsse nutzen wir, um 50% davon in die Schuldentilgung zu stecken und die anderen 50% für zusätzliche Investitionen zu nutzen, zusätzlich zu den 1,5 Milliarden Investitionen, die es ohnehin in unserem Haushalt gibt. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt einen Rückstand aufholen. Man muss es offen sagen, wir haben 10 Jahre hart gespart und gekürzt, weil es gar nicht anders ging. Wir hatten das Geld schlichtweg nicht. Wir mussten raus aus der Schulden- und Zins- und Tilgungsfalle. Jetzt haben wir die Möglichkeiten und jetzt investieren wir auch wieder mehr. Da kann man natürlich leicht sagen, warum nicht früher? Ja, nicht früher, weil es eben nicht ging. Jetzt, wo es geht, machen wir wieder auch mehr. Aber ich sehe, dass viele Berlinerinnen und Berliner das natürlich jetzt auch einfordern und sagen, wir erleben ja, wie Straßen aussehen oder Schulen aussehen. Das ist jetzt auch dringend nötig, dass wieder mehr investiert wird. Und, wenn Sie mich das noch sagen, ja nicht nur in bauliche Infrastruktur, sondern investieren bedeutet ja auch, Verwaltung zum Beispiel besser auszustatten mit mehr Personal. Das gehört mit dazu, wenn wir sagen, wir geben wieder mehr Geld aus. Aber nochmal zum Thema Investition im Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt SIVA. Warteten 690 Millionen aus den Überschüssen des Berliner Haushalts. Warum wurden von diesem Geld nur 16 Millionen investiert? Naja, weil wir mit dem Programm ja nun gestartet sind. Im letzten Jahr sind wir damit gestartet und haben die Mittel zur Verfügung gestellt. Und das ist nun etwas, was zwar manche zur Verzweiflung treibt, aber womit man ja auch umgehen muss, dass wir solche hohen Beträge, solche Millionenbeträge natürlich nur ausgeben können über ein Ausschreibungsverfahren. Öffentliche Ausschreibung, manchmal europaweite Ausschreibung. Sie müssen eben auch das Personal an Bord haben, was solche Mittel dann einsetzt und umsetzen kann. Und insofern greift da eins ins andere. Personal wird besser ausgestattet, mehr Personal in der Verwaltung, die wiederum können mehr umsetzen, gehen in die Ausschreibungs-, in die Auftragsvergabe, die Aufträge werden vergeben, es wird gebaut und dann wird dir eine Rechnung bezahlt. Dass jetzt so wenig Geld in Anführungsstrichen erst ausgegeben wurde, heißt ja nicht, dass nicht schon gebaut wird und umgesetzt wird, die Rechnung wird später bezahlt. Laut einem Interview von ihm im Juni ist soziale Gerechtigkeit ein zentraler Markenkern der SPD. Doch trotz Wirtschaftswachstum und sinkender Arbeitslosenzahlen in Berlin leben viele Menschen in prekären Lebensverhältnissen. So beispielsweise jedes dritte Kind von Hartz IV. Eine übergreifende Strategie der Regierung gegen Armut war bisher nicht erkennbar. Was will die SPD künftig dagegen unternehmen? Na, es ist schon wichtig, insgesamt die Situation der Familien zu verändern und zu verbessern. Wir sehen ja gerade auch bei Kindern, die aus Haushalten kommen, denen es nicht so gut geht, dass es oft auch alleinerziehende Haushalte sind. Alleinerziehende Haushalte sind oft Frauen, die sich um die Kinder kümmern.
die es wiederum im Berufsleben schwerer haben, weniger verdienen als Männer. Wieder hängt alles mit allem zusammen. Wir ermöglichen zum Beispiel mit einer sehr gut ausgebauten, gebührenfreien Bildung auch, dass viele Menschen am Erwerbsleben teilhaben können. Frauen, ihre Kinder eben auch gut aufgehoben wissen, wenn sie selbst arbeiten gehen, um für sich, für ihre Familie, ihre Kinder dann auch den Lebensunterhalt zu verdienen. Der Kampf um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist wichtig. Wiederum auch im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung und Frauenarmutsbekämpfung vor allen Dingen auch oder um die Situation der Kinder in den Familien zu verbessern. Das ist eine Maßnahme. Es gibt konkrete Unterstützungsangebote natürlich genauso, gerade auch wieder für Alleinerziehende haben wir eine Bundesratsinitiative gestartet, dass die finanzielle Situation konkret auch durch Zuschüsse und finanzielle Hilfen verbessert wird. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich diese Struktur drumherum, dass Familien sich gut entwickeln können. Denken Sie, dass anhaltende Armut und das Gefühl von Aussichtslosigkeit Betroffene dazu führt, rechtspopulistische Parteien wie die Alternative für Deutschland zu wählen? Nein, nicht nur. Ich glaube, dass das auch ein Grund sein kann, dass es viele Gründe gibt, warum man einfachen Antworten vielleicht sehr schnell hinterherläuft. Und natürlich, wenn man selbst für sich keine Perspektive sieht, sucht man mitunter bei anderen die Schuld und freut sich dann über solche einfachen Antworten und sagt, ach ja, genau das ist es ja, der andere, der Flüchtling, der jetzt zum Beispiel zu uns gekommen ist, ist schuld an meiner Situation. Sowas mag bei einigen ein Grund sein, aber wir erleben das ja gerade jetzt auch bei den Analysen, dass es durchaus Wähler gibt, auch in anderen Bundesländern, die die AfD unterstützen, die aus einem ganz bürgerlichen Milieu kommen und auch selbst Arbeit haben, die aber sagen, wir wollen hier auch der etablierten Politik einen Denkzettel verpassen. Ganz unterschiedliche Beweggründe spielen da eine Rolle und nicht nur die eigene wirtschaftliche Situation. Berlin braucht eine leistungsfähigere Verwaltung, die auch mit den Herausforderungen einer wachsenden Stadt fertig wird. Lange hat die SPD mit konsequentem Personalabbau um Wähler geworben. Jetzt fordert sie eine Einstellungsoffensive und neue Stellen. Was ist da schiefgelaufen? Gar nichts ist schiefgelaufen, sondern es ist die gleiche Diskussion wie zur baulichen Investition. Nach der Wende hatten wir 200.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst durch die Ost-West-Situation. Wir haben 100.000 Stellen abgebaut und ich glaube, das war auch richtig, die Verwaltung deutlich zu reduzieren. Wir konnten uns 200.000 Beschäftigte gar nicht leisten. Aber wir haben, wenn man insofern das beantworten will, einen Fehler gemacht, weil wir immer noch auch Personal abgebaut haben, als die Stadt schon gewachsen ist. Und das wird jetzt eben deutlich korrigiert. Jetzt in den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich nun auch Regierender Bürgermeister bin, habe ich gesagt, ich will, dass eine Obergrenze für Personal aufgegeben wird, sondern wir müssen einfach so viel Personal an Bord haben, wie wir brauchen zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Und wenn die Stadt wächst, brauchen wir mehr Polizisten, mehr Feuerwehrleute, mehr Leute in den Bürgerämtern. Also muss mehr eingestellt werden und das machen wir auch. Es sind jetzt allein in diesen Haushaltsjahren, in denen wir uns bewegen, um die 4.000 Stellen neu geschaffen worden, zusätzlich geschaffen worden, um auch das aufzufangen, was in früheren Jahren aus einer Finanznot heraus vielleicht auch zu viel gespart. Sie haben es gerade schon gesagt, Berlin wächst rasant und die Wohnungsnot in Berlin wird immer eklatanter. Wie und vor allem wo soll in der nächsten Legislaturperiode neuer Wohnraum entstehen? Wo sieht man hinter uns? Überall in der Stadt kann Wohnraum entstehen und entsteht auch Wohnraum. Wir haben nicht nur tausende von Baugenehmigungen, sondern auch wirklich in der Umsetzung entsteht in Größenordnung neuer Wohnraum. Das ist der Dachgeschossausbau und das Aufstocken, genauso wie das Verdichten, indem eine Brache genutzt wird oder große Wohngebiete, die nun nicht in der Innenstadt zur Verfügung stehen, neu entstehen, wenn man an Lichterfelde Süd denkt oder an Pankow denkt, die Elisabethaue, wo dann 2.000, 3.000, 4.000 Wohnungen auch entstehen können. Das gehört alles mit zusammen. Wenn 40.000 Menschen pro Jahr in unsere Stadt kommen, ohne Flüchtlinge, dann bedeutet das, wir müssen mindestens 10.000 Wohnungen pro Jahr verstetigt in den nächsten 10 Jahren auch bauen. Und das geht nur über einen Maßnahmenmix. Und ich sage auch immer ganz klar, das ist für viele Berliner auch noch gewöhnungsbedürftig, aber man muss klar sagen, wir müssen unsere Flächen intensiver nutzen. Wir müssen auch höher und dichter bauen. Das gehört mit dazu, weil wir sonst nicht die entsprechende Anzahl an Wohnungen zur Verfügung stellen können. Sie haben gerade Baugenehmigungen angesprochen. Diese Vorgänge sind für viele Teile der Bevölkerung nicht sonderlich transparent. Bausenator Geisel geriet wegen der Grotspenden und wegen der Befreiung vom Wohnungsbau am Leipziger Platz dieses Jahr schon zweimal in die Kritik. Welchen Einfluss haben Investoren oder im Fall Leipziger Platz Berater von Investoren wie SPD-Bausenator Peter Strieber auf die Berliner Städteplanung?
Investoren und Berater probieren zumindest großen Einfluss zu nehmen, aber es gelingt ihnen nicht oder jedenfalls nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel sagen. Ein Investor probiert natürlich immer, einen maximalen Gewinn aus seiner Baumaßnahme und seiner Flächennutzung zu ziehen. Und das bedeutet in aller Regel, gerade in einer verdichteten Innenstadt, es werden teure Luxus-Apartments, Eigentumswohnungen gebaut und keine bezahlbaren Mietwohnungen. Damit die Investoren sich mit ihren Wünschen nicht eins zu eins durchsetzen, schließen wir mit ihnen städtebauliche Verträge ab. Wir sagen, gut, wir müssen akzeptieren, wenn ein Privater auf einer privaten Fläche baut, dass er auch ein wirtschaftliches Interesse hat, aber er muss dann zum Beispiel 30% auch Mietwohnungen bauen und darf nicht nur teure Eigentumswohnungen bauen. Das ist etwas, wo wir ganz konkret sagen, es gibt Wünsche von Lobbyisten und Investoren. Man muss bis zu einem gewissen Umfang akzeptieren, dass ein Privater auf einer privaten Fläche natürlich auch Rechte hat, aber die Stadt hat auch Rechte und Interessen und die setzen wir über Verträge durch. Und wie konnte es dann passieren, dass die Fläche am Leipziger Platz vom Wohnungsbau befreit wurde? Da kann ich nur sagen, dass ich die Stellungnahmen kenne der Bauverwaltung, die bisher immer gesagt haben, es war nicht möglich, einen anderen Weg zu finden und es ist gut begründbar durch diese Lärmgutachten und durch die besondere Bebauungssituation da am Leipziger Platz, dass es nicht so einfach ist, dort Wohnungen umzusetzen. Ob das jetzt so ist oder nicht, wird hinterfragt vom Parlament. Die Abgeordneten aller Fraktionen, glaube ich, haben gesagt, sie wollen sich den Vorgang noch mal genau ansehen. Und nun müssen wir sehen, ob die Stadtentwicklungsverwaltung da etwas zu korrigieren hat oder ob die Entscheidungsbasis so sicher und so klar ist, dass eben weiter auf dieser Basis gebaut werden kann. Nun gab es kein Lärmgutachten, sondern ein Urteil von Emissionsfachleuten. Aber nochmal zur nächsten Frage. Wohnraum in Berlin muss auch bezahlbar bleiben. Welche Maßnahmen strebt die SPD an, um Gentrifizierung zu entschleunigen? Wenn man bedenkt, dass die Vermieter ihrer Auskunftspflicht nicht nachkommen, war die Mietpreisbremse ein Erfolg? Sie war ein wichtiger Schritt nach vorne, aber sie muss weiterentwickelt werden. Also erstmal überhaupt dieses Instrument zu haben, ist doch gut. Jahrelang hatten wir überhaupt keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Verträge bei Neuvermietung. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Es wirkt auch, aber nicht so wie erhofft. Also so haben wir über eine Bundesratsinitiative gesagt, wir überlassen nicht mehr den Vermietern, ob sie überhaupt die Miethöhe des vorigen Vertrages uns nennen, sondern wir wollen sie, wenn sie es nicht freiwillig tun, dazu zwingen. Die Mieter haben ein Recht darauf, die Miethöhe zu erfahren. Die sind nicht in einer Hohlschuld, sondern der Vermieter ist in einer Bringschuld. Das ist jetzt unser Ansatz. Und insgesamt zu dem Thema bezahlbarer Wohnraum, wie schaffen wir den? Dazu kann man sagen, dass wir in der SPD sehr darauf setzen, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften da ein aktiver Partner sind, noch mehr als bisher. Wir haben zu Beginn der Legislatur versprochen, von 270.000 Wohnungen auf 300.000 städtische Wohnungen zu kommen, durch Bauen und Kaufen. Wir haben jetzt rund 310.000 städtische Wohnungen am Ende der Legislaturperiode, also versprochen gehalten. Und das nächste Ziel ist, 400.000 städtische Wohnungen zu haben in den nächsten 10 Jahren, so dass wir wirklich auch ein Gegengewicht haben zu rein privaten Interessen und teurem Luxusbau, zu Eigentumswohnungen, dass wir immer sagen können, es gibt ein kommunales Angebot, das auch bezahlbar ist. Nun wurde unter Rot-Rot ja viel Wohnraum verkauft, wahrscheinlich auch aus der Not geboren. Hat sich jetzt die Strategie des Senats geändert, falls es jetzt wieder auch eine rot-rot-grüne Regierung geben würde? Die gesamte Privatisierungsstrategie hat sich verändert im Senat und im Abgeordnetenhaus, muss man ja auch sagen. Es waren ja nicht nur 2, 3 Senatoren, die etwas verkauft haben vor 10 oder 15 Jahren, sondern wir hatten wirklich in der finanziellen Situation auch die Haltung in Berlin, was nicht dringend benötigt wird, kann man auch privatisieren. Da war die KPM dabei, da war die GASAG dabei, die BEWAG, 50% der Wasserbetriebe. Und Sie sehen, dass sich die Haltung komplett verändert hat, wie ich finde, zum Glück. Die Wasserbetriebe sind zurückgekauft, die 50%. Wir führen gerade die Verhandlung zu den Gas- und Stromnetzen. Wohnungen werden gekauft. Jetzt gerade verhandeln wir mit der Bundesebene darüber, ob wir die 4.000 Wohnungen, die der Bund in Berlin hat, kaufen können und in einen kommunalen Bestand überführen können. Es hat sich verändert und insofern kann ich ganz klar sagen, irgendwelche Gedankenspiele, weitere Wohnungen zu privatisieren, gibt es ausschließlich bei der AfD, die in Frage stellt, ob man überhaupt kommunale Wohnungen braucht. Wir sagen ganz klar, wir brauchen nicht nur die, die wir haben, sondern noch viel mehr. Um den Sanierungsstau an den Berliner Schulen aufzulösen und den Zustand der Schulgebäude zu verbessern, und zwar umfassend, fallen Kosten von rund 5 Milliarden Euro an. Lässt sich so ein Betrag aufbringen, ohne weitere Schulden für die Stadt anzuhäufen?
lässt sich aufbringen, weil es ein Betrag ist, der über 10 Jahre ausgegeben wird und weil wir im System schon Mittel haben, die wir aufstocken wollen, dann eben auf die 5 Milliarden und auch anders verausgaben wollen. Diese 5 Milliarden setzen sich ja aus 3 Blöcken zusammen. Das eine ist, 2,5 Milliarden brauchen wir für neuen Schulraum. Mit der wachsenden Stadt kommen auch mehr Kinder. Das heißt, wir brauchen schlichtweg mehr Klassenräume, mehr Schulen. Dafür müssen wir Geld haben. Dann wollen wir mit 1,5 Milliarden rund den Sanierungsstau der früheren Jahre auflösen und wir wollen mit 1,5 Milliarden laufend mehr investieren, damit gar nicht wieder ein neuer Sanierungsstau entsteht. Das heißt ja, es gibt jetzt schon Sanierungsmittel, Investitionsmittel, die weiter verausgabt werden und die werden aufgestockt und diese Summe von 5 Milliarden dann über 10 Jahre gesteckt. Und das ist etwas, was wir zum Glück in einer guten finanziellen und wirtschaftlichen Situation uns auch leisten können. Eine weitere Bürde zum Thema Bildung ist der akute Lehrermangel. In seiner Not hat der Senat nun erstmals in Österreich und auch in Holland nach Lehrkräften geworben. Warum hat Berlin solche Probleme, qualifiziertes Lehrpersonal zu finden? Ach, wir haben in allen großen Städten da Probleme. Das ist so, weil ja die Städte alle wachsen, Berlin ganz besonders, weil wir nun besonders groß sind. Aber die Städte wachsen alle und jeder wirbt um die Lehrerinnen und Lehrer. Wir verbeamten ja auch seit einigen Jahren nicht mehr und es gibt tatsächlich einige Lehrer, denen ist das sehr wichtig. Die suchen sich dann vielleicht auch eher in Hamburg oder in einem anderen Bundesland eine Anstellung und kommen ein paar Jahre später nach der Verbeamtung wieder zurück. Und wir haben ein drittes Problem, man kann nicht Lehrer politisch herbeibeschließen. Im Moment ist es einfach so, dass es viele Naturwissenschaftler zum Beispiel gibt, die so gute Chancen haben, in Start-ups, in der Wissenschaftsszene, in großen Unternehmen zu arbeiten, dass sie sich nicht für den Lehrerberuf entscheiden. Die werden Biologe oder Physiker, aber nicht auf Lehramt. Und insofern sagen wir nur, das ist unser Instrument in Berlin, was wir nutzen können. Wir versuchen, den Beruf so attraktiv wie möglich zu machen, zum Beispiel durch ein sehr hohes Einstiegsgehalt. Wer im Oberschulbereich als Lehrer anfängt, hat ein Einstiegsgehalt von 5.000 Euro. Damit wollen wir den Beruf auch attraktiv machen. Aber es ist ein Kampf tatsächlich um jeden klugen Kopf. Nun zu einem Thema, was eng mit den Themen, die wir vorher hatten, Wohnen und Bildung verbunden ist. In der letzten Legislaturperiode kamen viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Ende dieses Jahres sollen 70.000 registriert sein. Welches Konzept hat die SPD für die Unterbringung und die Integration dieser Menschen? Also erstmal ist mir ganz wichtig, und das vermittle ich auch auf Bundesebene, immer zu sagen, die Integrationsarbeit, die liegt jetzt noch vor uns und die wird 7 oder 10 Jahre in Anspruch nehmen. Wir haben bisher über Aufnahme und Unterbringung gesprochen. Integration ist eine riesige gemeinsame Kraftanstrengung und deswegen ist Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, Wohnunterbringung und so zum Beispiel auch so wichtig, weil dann auch eine deutlich bessere Integrationsarbeit möglich ist. Zweiter Punkt, wir machen es zum Beispiel bei der Frage der Wohnraumversorgung ganz konkret mit diesen Modulen, mit diesen Ergänzungsbauten. Viele sagen dazu Container, wenn man sich die mal anguckt, das sind vorgefertigte Wohneinheiten praktisch, die 40, 50 Jahre stehen können. Da haben wir jetzt in großem Umfang Flächen für zur Verfügung gestellt, in großem Umfang Wohnraum bestellt, der jetzt auch nach und nach Schritt für Schritt umgesetzt wird, so dass die Menschen aus den Turnhallen rauskommen. Die werden ja jetzt auch schon freigezogen seit Mai, dass sie aus möglichst eben an den Großeinrichtungen rauskommen, wie Tempelhof oder ICC, weil einfach Integrationsarbeit in kleinen, dezentralen Strukturen viel besser möglich ist. Der letzte Themenkomplex. Tempelhofer Feld, Olympia oder Fahrradvolksentscheid? Die letzte Legislaturperiode war auch die Zeit der Volksentscheider. Wie steht die SPD dazu? Na, wir haben es mit eingerichtet, mit Rot-Rot zusammen, mit der Koalition, mit den Linken haben wir, wann war das? Ich glaube 2006 ja, das überhaupt ermöglicht, dass es in einem deutlich größeren Umfang dieses Instrument des Volksentscheids gibt. Ich stehe da voll dazu und finde das auch völlig richtig, dass Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahltagen alle 5 Jahre bei herausragend wichtigen Themen ihre Stimme, ihre Meinung abgeben und auch sagen, was sie wollen. Ich bitte nur immer darum, es auch einzuordnen und zu sagen, das ist nicht nur legitim, sondern das ist wichtig für die Stadt, dass die Leute ihre Meinung einbringen. Aber ein Parlament ist auch noch wichtig für die Stadt. Es hat auch eine Funktion. Die repräsentative Demokratie, Regierung, Opposition, die Abgeordneten in einem Parlament sind auch Stimme der Wählerinnen und Wähler und haben einen Auftrag, Positionen umzusetzen, durchzusetzen. Und das ist mir wichtig, dieser Gleichklang. Direkte Demokratie und Volksentscheide sind ergänzende Instrumente zur parlamentarischen, aber keine ersetzenden.
Insofern sage ich immer, lasst uns einen Kompromiss finden. Es gibt Volksentscheide, das ist dann ein klarer Auftrag für die Politik. Es gibt ja auch einige, die werden nicht gewonnen, aber die, die gewonnen sind, sind ein klarer Auftrag für die Politik. Aber Abgeordnete oder auch Senatoren haben immer noch die wichtige Funktion, das dann in konkrete Politik für die ganze Stadt umzusetzen. Und dafür müssen beide Seiten auch Kompromisse machen. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben das eingeführt. Nun war es in der letzten Legislaturperiode so, dass einige Volksentscheide, Beispiel Olympia oder Tempelhofer Feld, dass ja der Senat klar Position bezogen hat, welche Richtung man sich ungefähr wünscht, was da rauskommen sollte. Nun ist genau das Gegenteil rausgekommen. Bereuen Sie es manchmal? Nein, weil wir hatten ja zum Beispiel auch die Entscheidung um die Schließung des Flughafens Tempelhof oder Pro Reli, wo die Position des Senats sich durchgesetzt hat. Das ist nun mal so, das meinte ich gerade. Man kann gewinnen und verlieren, die eine wie die andere Seite. Aber wo ich auch selbstkritisch sage, auch als Politiker, man muss das nicht sofort als Affront empfinden, wenn man sich mit einer Position nicht durchsetzt. Dann muss man sagen, gut, man hat für eine Position gekämpft, das muss erlaubt sein für einen Politiker, auch eine Meinung zu haben. Gegebenenfalls hatte eine andere Meinung deutlich die Mehrheit und ist unterstützt worden. Und nun muss man sehen, wie man es gemeinsam gut umsetzt. Es muss nicht immer eine Konfrontation sein. Und der eine hat wie der andere nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist mir wirklich wichtig zu sagen, jeder einzelne Abgeordnete, nicht nur der Regierung, auch der Opposition, hat auch einen Wählerauftrag. Und das muss man auch ernst nehmen, auch wenn es Volksentscheide gibt. Herr Regierender Bürgermeister, zum Abschluss stellen wir Ihnen noch einige persönliche Fragen und würden Sie bitten, immer ganz knapp in einem Satz zu antworten. Ja, mal. Mit welcher Berliner Fußballmannschaft fiebern Sie mit? Hertha oder Union? Mit beiden. Das ist wirklich so. Beide machen richtig Spaß. Chris Durkin oder Frank Kastorf? Na, für die Zukunft natürlich Chris Durkin, aber Frank Kastorfs Verdienste bleiben unbestritten. Currywurst oder Döner? Currywurst. Ich bin ein großer Wurstfan. Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker? Kein Widerspruch, sondern toll, dass wir beides haben. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte etwas mehr, weil ich sie durch meinen Sohn besser kennengelernt habe. Der hatte eine Zeit lang eine große Ärztephase und da habe ich viel mitgesungen. Wer wird der SPD-Kanzlerkandidat? Sigmar Gabriel oder Sigmar Gabriel? Die Frage ist damit beantwortet. Zoologischer Garten oder Tierpark? Der Zoologische Garten ist der Zoo, den ich mehr erlebt habe als Kind und mit meinen Kindern. Aber ich war einmal, kann ich nur allen den Tipp geben, Silvester. Direkt Silvester, 15 Uhr im Tierpark. Es war großartig. Wir waren ganz alleine da. Eine irre Stimmung. Toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Nebel und man hört die Tiere nur. Großartig. Neukölln oder Charlotten? Beides sind tolle Kieze, tolle und wie Neukölln sich entwickelt hat, der Bereich vor allen Dingen rund ums Tempelhofer Feld da auch eine tolle Entwicklung und eine großartige Bürgermeisterin, also genauso wie Charlottenburg, fühle mich in beiden sehr wohl. Fahrrad oder U-Bahn? Mit dem Fahrrad bin ich, wenn ich privat unterwegs bin, dann noch mehr unterwegs. Ansonsten bin ich ja viel mit dem Dienstwagen unterwegs, aber wenn das nicht der Fall ist, dann mehr mit dem Fahrrad. Was eröffnet eher? Hamburger Elbphilharmonie oder Flughafen BER? Na, werden wir mal sehen. Die Hamburger sind ja der Meinung, sie liegen vorne. Warten wir es mal ab. Wird vielleicht ein Kopf an Kopf rennen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Regierender Bürgermeister. Das war unser letztes Interview vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Wir hoffen, dass wir Ihnen in den letzten Wochen einen guten Überblick über die Inhalte der Parteien dieser Wahl vermitteln konnten. Weitere Informationen gibt es wie gewohnt auf www.berlinonline.de. Gehen Sie am 18. September wählen, denn jede abgegebene Stimme ist auch eine Stimme für die Demokratie in Berlin. Auf Wiedersehen.